Alexander, zwei Tore. Mit deinen zwei Toren hast du einen wichtigen Grundstein gelegt für den heutigen Derby-Sieg gegen Mutschelbach. Ja, wie geht's jetzt nach dem Spiel? Ja, natürlich bin ich überglücklich, dass ich erstens mal mit den Toren der Mannschaft helfen konnte. Aber ich bin allgemein stolz auf die Mannschaft. Heute haben wir es echt gut gemacht. Auch wenn wir die erste Halbzeit nach dem 1-1 kurz gebraucht haben, um uns zu schütteln, aber dann perfekt geantwortet und dann am Ende ein alles verdienter Sieg. In der Höhe auch, also Top-Leistung. Ja, 5-1. Vom Spielverlauf her hätte ich nicht gesagt, dass es zu hoch ausgefallen ist, aber Mutschelbach, ja, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es so ausgegangen ist. Wie geht's dir? Ja, ich habe auch gedacht, also ich glaube, die waren noch hoch motiviert vom Spiel, weil sie ja vom Pokal noch was zu gut machen hatten. Sie waren auch am Anfang gut drin. Unser Tor natürlich nach der ersten Minute hat natürlich gut reingespielt. Dann ja, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, haben die ein bisschen kommen lassen. Aber ja, dann glaube ich spätestens mit dem 3-1 vor der Halbzeit haben wir das Genick gebrochen und dann in der zweiten Halbzeit haben wir souverän runtergespielt. Kannst du deine Tore kurz kommentieren, bitte? Ja, beim ersten Tor spielt der Robin Münz einen klugen Pass auf mich im 16er. Ich drehe mich, ich ziehe gleich ab. Ich habe ein bisschen Glück, dass er noch abgefälscht wird. So kommt der Torwart nicht hin. Und beim zweiten, ja, wir erobern hinten den Ball gut. Ich spiele auf den Willi durch, der lässt gut klatschen. Dann habe ich viel Platz vor mir, ziehe einmal nach innen und ja, dann sitzt er halt auch noch genau oben rechts. Und ja, also ich glaube, ein ganz schönes Tor. Ja, in letzter Zeit scheinst du gut aufgelegt zu sein. Ja, was denkst du dazu? Ja, vielleicht bin ich jetzt auch endlich mal angekommen in Pforzheim. Klar, man braucht immer eine Weile, aber die Jungs haben mich immer unterstützt. Ich fühle mich wohl hier, es macht Spaß und klar, wenn es dann persönlich läuft, dann macht es noch mehr Spaß. Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte für eure Mannschaft? Was habt ihr euch vorgenommen? Jetzt geht es am Samstag natürlich nach Offenburg. Wir wissen alle, wo die stehen und was wir wollen. Und da zählt nichts anderes als 3 Punkte. Und dann heißt vor der Winterpause noch ordentlich punkten, dass wir dann beruhigt in die Winterpause können, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann können wir uns ganz auf die Rückrunde fokussieren. Alexander, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Sehr gerne, danke dir.